Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 29 von Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir ja eine erfolgreiche Mission mit zwei Zielen, die wir da gemacht haben. Aber jetzt gehe ich ins falsche Zentrum rein. Wir wollen nichts bauen, wir wollen erstmal Aufträge haben, ne, damit wir wissen, was wir bauen müssen. Gucken wir da rein. Und da, Ferry, will man nicht. Testing bei Motor, das haben wir schon gemacht. Perform Visual 2 auf Kerbin. Das ist jetzt auch nicht mehr das Ding. Das haben wir jetzt zu Genüge gemacht. Solid Fuel Booster. RT-5 Flare Solid Fuel Booster on a Suborbital Trajectory over Kerbin. Hier gibt es ja einige Sachen, aber mich würde jetzt mal interessieren, dass wir den Orbit von Kerbin umrunden. Im Orbit umrunden. Oder wie sagt man? Im Orbit umrunden, würde ich sagen, ist das Richtige. Das sollten wir vielleicht tun. Na, da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, vielleicht den noch dabei nehmen. bis 94.000 Meter, das wäre also auch richtig. Aber das bringt uns da ja schon nicht mehr, ne? Das wäre in der Höhe, wo wir den dann testen. Da müssen wir den erst da hochbringen. Also auch nicht schön, ne? Ja, wir machen erstmal nur dieses Einzelne, denke ich mal. Ja. Das nehmen wir jetzt mal an. Aktiv haben wir sonst nichts, ne? Außer den Speed-Rekord zu setzen, aber den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, um den Orbit hinzukriegen, brauchen wir jetzt also eine vernünftige Rakete dafür. So, dann gehen wir da rein. Und dann bauen wir die doch mal, oder? Ja. Da fangen wir mit an, ist klar. Da müssen wir auch mit anfangen, ist denke ich auch klar. Den brauchen wir auch, aber ich fasse die Vermutung, dass wir da erstmal so ein Hitzeschild brauchen, ne? Wenn wir da wieder zurückkommen. Würde ich mal sagen. Sonst explodiert uns die Kiste, oder? So, dann mehrstufig müssen wir auch noch werden. Davon nehmen wir zwei. Und dann machen wir dann ein Triebwerk da dran. Maximal Thrust. Luftleeren Raum 200 und 268. Das ist großer Spaß. 1200, 1100. Der günstigere hat mehr Vorschub. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Und wie groß ist so einer? Oh, riesig. Und das bedeutet, wir müssen mehrstufig bauen, würde ich sagen. Und da wiederum noch zwei Tanks dran. Eigentlich müssen wir einen größeren Tank haben, aber den haben wir leider noch nicht, ne? Dahin. Ich glaube, so ist schon ganz klar. Zwei Deckkoppler aus dieser Art und Weise. Und ne, der ist da ein bisschen falsch, oder? Da ist schon besser, denke ich. Und dann die da dran. Ja, was
dass er alle geht, ne? Aber irgendwie geht der nicht so gut. Ich glaube, so steht er schon ganz gut da, oder? Etwas aerodynamischer hier oben noch. Ja, und dann würde ich sagen, könnte man so doch hochfliegen, oder? Die beiden springen wir dann ab. Der kann dann gleichzeitig gestartet werden. Dann springen wir den ab. Der startet den. Da müssen wir noch eine Stufe einfügen. So, das müsste soweit so gut sein, oder? Aha, gut. Achso, wir sind wieder mal zu schwer, ne? Sehen wir da auch. Das ist wieder mal äußerst schade. Das bedeutet, die können wir schon wieder wegtun. Vielleicht brauchen wir dann da vier von. Achso, ja, das ist auch schon passend. Und dann ist schon wieder Übergewicht. 22,8 Tonnen, super. Hm? So, noch zu schwer. Nee, der war schon richtig. Der weg. Der dran. Wie sieht's dann aus? Noch zu schwer, super. Können wir den gar nicht hier machen, oder was? Das wären genau 18. Ja. Gewicht steht da schön, ne? Aber das ist jetzt ziemlich egal, ja. Wir könnten noch irgendwie sowas wie stabilisierende Maßnahmen haben, ja. Zweien hoch. Aber das hängt richtig dran, sieht so aus. Ein bisschen schick will ich es auch haben, also die drauf. 14,5 Tonnen. Okay. Brauchen wir auch nicht, ist hier halt drin, dieser Tank, ne? Können wir nicht ändern. Das würde das ganze Gefährt stabilisieren. Würde auch so weit funktionieren. Sieht's gut aus, oder? Das ist soweit gut. Was machen wir dann? Na, hier können wir uns noch einen Schwerpunkt angucken und so. Vortrieb sieht gut aus. Ja, lassen wir erstmal so. Ich glaube, das funktioniert auch so. Wenn der weg ist und der weg. Beiden, springen wir die beiden auch ab und starten das Triebwerk. Das ist auch gut. Ja, wollen wir hoffen, dass wir das hinkriegen. So, ich weiß nicht, aber Versuch ist es wert, oder?
Orbiter-Rakete, oder? Wunderbar, sieht doch gut aus. Ach so, ja, wir müssten sowas wie Strom haben zum Steuern, ne, oder? Und eine Antenne, die hatten wir hier, ne? Nochmal speichern und hoffen und beten, dass er so in die Lüfte steigen kann. Also wäre gut geklappt, ne? Den da jetzt noch dran? Ich glaube ja, jetzt ist er dran, oder? Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist wie vorhin. Electric charge required button to generate it. Okay. Okay, kann da keiner von denen das machen? Weiß ich auch nicht, ne? Tja. So, speichern wir und dann würde ich sagen, soll es für die Rakete auch erst reichen. Als nächstes werden wir dann jemanden aussuchen, der da mitfliegt. Weiß gar nicht, haben wir noch Astronaut eingestellt? Haben wir, glaube ich, ne? Niles da, ach ja, übrigens, das ist mir noch in der letzten Folge aufgefallen. Niles da hat schon einen Punkt letztes Mal dazu gekriegt, ne? Er ist jetzt nicht mehr ganz so dumm. Kann man jetzt irgendwie auch nicht so direkt angucken, ne, oder? Ja. So, da wisst ihr das. Es sind vier. Da wäre noch einer möglich. Ingenieurwissenschaftler gibt es en masse. Da haben wir Ingenieurwissenschaftler und zwei Piloten. Ja, den letzten Platz lassen wir mal frei noch. Gut, 38 Punkte haben wir. Kommen aber nicht mit weiter. 45 ist das hier alles, oder? Ja. Wir brauchen also 45 Punkte für das nächste. Oder hier halt 90 sogar. Ja, müssen wir dann gucken, dass wir noch 7 Punkte oder 6,1 dazu bekommen. Gut. Dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.